als ihr alle in der Höhle des ewigen Eises umgekippt seid, hat... Ach ja, die anderen wissen das ja gar nicht. Hat mich auch so einer überfallen. Du warst es also, der den ersten Tenor besiegt hat? Ich bin der zweite schwarze Tenor. Ich bin in jeder Hinsicht dem ersten überlegen. Widerstand ist zwecklos. Prinzessin, seid schön artig. Nein, ich werde nicht ins Schloss zurückkehren. Du widersetzt dich? Ist dir klar, was das bedeutet? Was soll das? Es ist meine Aufgabe, die Prinzessin sicher wieder in das Schloss zurückzubringen. Das interessiert mich nicht. Widerstand ist zwecklos. Auf in den Kampf. Ja. Es gibt auf jeden Fall mehrere Tenöre. Und das ist der zweite. Und er kann fliegen. Das ist nicht so schön. Deine Freunde sind des Todes, Prinzessin. Das Schöne ist... Oh, mit Magie sollten wir lieber nicht angreifen. Denn wenn wir mit Magie angreifen, dann... Ja, kontert er mit Feura. Das ist natürlich nicht so schön. Und wir wollen auch ein paar Sachen von ihm klauen. Zwei an der Zahl, wenn mich nicht alles täuscht. Lederpanzer. Super. Und das... Jetzt zaubert er ja trotzdem. Aber wenn wir ihn mit Zauber angreifen, dann setzt er ja noch stärkere Zaubermächte ein. Und ich bin hier gerade ein bisschen langsam, merke ich. So, ich greife ihn normal an erstmal. Und klau weiter. Das Schöne an diesem Kampf ist, der Tenor wird Lilly nicht angreifen. Er kann zwar die männlichen Charaktere ausschalten. Und... Oh, Zipfelmütze. Juhu, ich glaube, wir haben alles. Er kann die männlichen Charaktere ausschalten, aber wenn Lilly als einziger übrig ist und er sie ums Verrecken nicht angreift, dann wird er sie höchstwahrscheinlich einschläfern und dann ist der Kampf trotzdem vorbei. So, er müsste jetzt nichts mehr haben, glaube ich. Also können wir ihn jetzt getrost angreifen und fertig machen. Meine Pflicht ist es, die Prinzessin zurückzubringen. Ja, ja. Oh, Feura. Jetzt setzt das doch ein. Oh Gott. Heilung. Wir können bei ihm aber das Magieschwert einsetzen. Gegen was hat er denn eine Schwäche? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Blitz vielleicht. Weil sein Schwert wird zwar mit Magie versehen, aber es ist trotzdem eine physische Attacke und keine magische. Und jetzt machen wir ihn fertig. ...297? Ja. Das war's auch schon. Wie konnte das nur... Ja, nicht mit uns. Ganze 5 AP finde ich schön. Ether zweimal finde ich auch sehr schön. Und ganz viel Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Der schwarze Tenor 2... Ob er wirklich im Auftrag von Mutter handelte? Ja, aber aus welchem Grund sollte er das dann sagen? Was würde ihm das für Vorteile verschaffen? Da würde mir jetzt nichts Logisches einfallen. Ah, Prinzessin, wie könnt ihr so etwas nur denken? Schenkt den Worten dieses Unholdes keinen Glauben. Die Tatsache eurer hoheitlichen Herkunft lockt allerlei Gesindel an. Das stimmt natürlich. Soll das heißen, die Menschen haben von meiner Herkunft erfahren? Der angeborene Edelmut und das blaue Blut, das in euren Adern fließt, kann nicht so ohne weiteres versteckt werden, Prinzessin. Ja, vor allem, weil du sie dauernd Prinzessin nennst. Also, das sehe ich anders. Du hast natürlich keinen Plan von ihren Bemühungen, was, Alter? Dein Verhalten ist dir das Problem, weil du es mit deinem Oh, Prinzessin-Getue immer die ganze Welt wissen lässt. Ja, sag ich doch. Ach ja, und wegen des Grenzübergangs. Ja? Ich schlage vor, im Frachtschiff mitzufliegen. Ja, das ist natürlich ganz nach Steiner, ne? Mit dem Luftschiff ist es ja auch gar keine große Distanz. Ich meine, ist es ja gar nicht mehr so weit bis nach Lindblum. Aber wollen wir uns davor nicht ein wenig ausruhen? Ja, bitte. Alles klar, dann erstmal zurück ins Dorf.
Vivi, mach dir keine Sorgen. Wenn du in unserer Nähe bleibst, wird dir nichts passieren. Ja, wir passen auf dich auf, Kleiner. Aber es ist doch schon seltsam, dass hier Marionetten hergestellt werden. Das Vieh steht immer noch im Weg. Nein, die nette Dame. Und Vivi sieht fast genauso aus wie die, aber er lebt. Es ist schon seltsam, ne? So, was ist hier jetzt kaputt? Hallo, das ist immer noch frei. Aber da unten gibt es auch nichts weiter mehr. So, was haben wir denn so in unserem Inventar eigentlich? Weil ich muss das mal ordnen hier. So. 78 Potions, 5, ein Elixier, ja, Augentropfen, ein Echokraut. Sieht ganz gut aus. Ach, ich wollte euch mal, das ist mir letztens aufgefallen, ich habe euch die wertvollen Sachen noch gar nicht gezeigt. Wir haben hier eine Silberkette. Staatsschatz Alexandrias. Auf dem großen Anhänger ist das rechtmäßige Emblem des Königreiches zu erkennen. Die hat Lilly wohl um. So, die Kontinentkarte, die wir von Blank bekommen haben. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es gilt als erstes, die eigene Furcht zu besiegen. Stahlklaue Fredley. So, Aries, die Stellatio. Aries sind 12 Kameraden. Um die Seele der Virgo zu finden, überlegten wir. Und so ging Aries auf Reisen gen Osten. Erzählungen der Stellatia. So, und Mogris Flöte. Das Ding da auf dem Kopf, meine ich. Ich bummel mir auch gleich einen. Bark im Schlaf. Ich bummel mir auch gleich einen. Was? Ich möchte gar nicht weiter darüber nachdenken. Nein, nein. Oh, oh. Wie immer voll am Pen. Ach, herrje, bitte verzeiht, seid willkommen. Aber ich dachte, sie hätten ihn schon längst gefangen genommen. Nein, nein, ein hübsches Fräulein anstand, gezieht sich aber nicht. Ich habe ein Déjà-vu. Nein, nein, nicht das junge Fräulein, sondern, wie dem auch sei. Nur rein in die gute Stube. Ruhig Blut, Kalle, ruhig Blut. Mir geht dir jetzt langsam ein Licht auf, Zidane. So ein bisschen. Der hat doch nicht das Mädel angeguckt, die gute Lilly. Sondern die anderen. Ja. Noch irgendwas an Ausrüstung brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir können hier mal... Hast du was? Bisher empfangene Briefe? Ich hätte so gerne einen Brief. Okay, dann nicht. Wir können dann hier mal speichern. Ich speichere, Kupo. Und dann können wir eigentlich auch schon aufs Frachtschiff. Aber ja, Zidane, Lilly und Vivi wissen ja nicht, dass es eigentlich nach Alexandria gehen soll. Die wollen ja nach Lindblum. Steiner, diese hinterhältige kleine Ratte. Bis dann, Kupo. Na gut. Ich wollte eigentlich auf den zweiten Slot speichern. Egal, beim nächsten Mal. Weil wenn mal eine Aufnahme schief läuft, ist es vielleicht ganz gut, so einen Backup-Speicherstand zu haben. Ach, das vergesse ich aber auch immer wieder irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, jetzt aber zum Frachtschiff. Ich gehe kurz nachfragen, ob sie uns mitnehmen. Einen Moment. Warte, ich werde das übernehmen. Ja, sonst könntest du ja auffliegen. Du, das sind ja ganz neue Töne, die du da von dir gibst. Es ist für das Wohl der Prinzessin, nicht etwa für dich, Kerl. Steiner, er war doch so entschieden, dagegen nach Lindblum zu fliegen. Und genau das ist verdächtig. Steiner war dagegen. Sie haben Fässer aufgeladen, die ich im Schloss gesehen habe.
Zidane, glaubst du, dieses Luftschiff fliegt wirklich nach Lindblum? Dieses Luftschiff fliegt mit Sicherheit nach Alexandria. Aber du sagtest doch auch, wir sollten... Lass das mal meine Sorge sein. Ich weiß schon, was ich machen muss. Zidane? Was gibt's, Vivi? Diese Marionetten, die wir unten gesehen haben, die sahen doch aus wie ich, oder? Man kann es nicht leugnen. Ja, die sahen dir ein wenig ähnlich, aber Marionetten sind Marionetten. Was geht los? Was hat der Alte da bloß wieder angerichtet? Egal, komm, Lilly. In ein Schiff, das nicht nach Lindblum fliegt? Keine Zeit für lange Erklärungen. Na los, ich schaukel das schon. Hier rüber. Oh, das ist jetzt auch eine tolle Szene. Dann mal auf. Na los doch. Nein. Vertrau mir. Los, sonst fliegt es noch ohne uns ab. Aber... Ich hab dir doch versprochen, dich nach Lindblum zu bringen. Gut, ich verlasse mich auf dich. Der Kahn hebt ab. Ups. Vergriffen. Hör mal, weiß auch nicht, wie meine Hand da hingekommen ist. Nun reg dich bitte nicht so auf. Genug jetzt damit. Aber hallo, bist ja ganz schön geladen. Ja, er hat eine Prinzessin befummelt, hallo? Natürlich ist sie geladen. Vivi, bist du in Ordnung? Mir ist so schwindelig. Oh. Lass uns hineingehen, Vivi. Da wird dir auch nicht mehr so schwindelig sein. Zidane, ich vertraue dir. Tust du das wirklich, Lilly? Aber wenn die Sache hier gut über die Bühne geht, kriege ich als Belohnung vielleicht einen Kuss? Ah, was denn? Ist es schon soweit? Was ist los? Ist irgendwas? Vivi. Was ist mit Vivi? Entschuldigung? Ach du Schreck, die bewegen sich ja. Entschuldigung. Oh. Diese Marionetten aus Dali werden von genauso aussehenden Marionetten transportiert. Vivi. Vivi. Mein Name ist... Armer Kleiner. Oh. Und, hast du mit ihnen sprechen können, Vivi? Nein. Irgendwie sehen sie durch mich durch. Oh, das ist nicht gerade förderlich für das Selbstvertrauen. So als wäre ich Luft für sie. Ich habe immer wieder versucht und versucht, mit ihnen zu sprechen. Aber sie ignorieren mich einfach. Vivi. Entschuldige mich bitte kurz, ich gehe mal ein bisschen rauf. Denn wenn ich nicht bald was unternehme, dann landen wir noch in Alexandria. Oh, stimmt. Kümmere dich ein bisschen um Vivi, ja? Alles klar. Och Mann. Oh, der ist übelst geknickt, der Kleine. Was für einen Zweck dient das hier alles eigentlich? Ja... Bis wir das herausfinden, vergeht noch eine ganze Weile. Sieht aus wie eine Schatztruhe, aber in Wirklichkeit ist das irgendeine Maschine. Na gut. Warte, hier war noch was. Auch nicht mehr das neueste Modell dieser Motor.
Aber auf die modernen Nebelantriebe hat eben Lindblom das Monopol. Naja, der Kahn ist wohl schon seit Ewigkeiten im Einsatz, aber sie haben ihn gut in Schuss gehalten. In Sachen Maschinenbau hat Alexandria einiges nachzuholen. Ist also seltsam, in einem Dorf wie da die neueste Technologie anzutreffen. Ja. Hey du! Okay. Dann nicht. Wir müssen jetzt schnellstens etwas unternehmen, damit dieses Schiff nicht tatsächlich nach Alexandria fliegt.